Was geht, meine Freunde, und willkommen zu einem neuen Let's Play auf Lichtligas. Für dieses Let's Play muss aber leider, Dings flachgelegt werden. Batman und Outlast. Warte, Outlast und The Forest werden flachgelegt. Erstmal. Und also ich meine, ich habe das, ob danach was kommen wird. Aber erstmal wird Outlast und The Forest flachgelegt. Und dafür kommt jetzt The Escapist. Und halt, Batman kommt noch weiter. So, Leute. The Escapist ist ein Pixelspiel aus der Vogelperspektive. Und wir müssen halt The Escapist, wir müssen halt ausbrechen aus dem Gefängnis. Und es ist gar nicht so einfach, wie es scheint. Wir sind jetzt im Tutorial und Schreibtisch von Jeremy. Wir nehmen den Schraubenzieher und eine Socke. Und ja, ich weiß schon ein bisschen über das Spiel, Leute. Auch schon ein bisschen gespielt, ist das. Aber natürlich ist es immer was anderes und immer schwerer. Oder halt leichter. Machen wir da auf. Hey, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich schneiden werde oder nicht. James. Ein Stück Scheiße. Ich weiß auch gar nicht, ob ich schneiden werde oder nicht. Kommt drauf an halt so. Ob ihr das wollt oder nicht. Kommt halt drauf an, ob ihr wollt, dass die Folgen so 20 Minuten, 15 Minuten dauern. Oder halt etwas kürzer sind wegen Schneiden so. Socke und Seife ergibt volle Socke. Toll. Hey, Jeremy! Dann nehmen wir seine Wärteruniform. Warte. Möchten wir ein Polizist? Ja, ja. Können wir wegwerfen? Nee, können wir nicht. So frisch und sauber. Sieh sich an diesen Gang an. Wundervoll. Ah ja, ich weiß. Oh, ganz zufällig ist hier ein Loch. Oh nein, da ist ja eine Schaufel. Schaufel. Also, eine Schaufel. Wie kommt die denn dahin? Ich habe ein Loch gegraben. Oh nein, ich bin ausgebrochen. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Steht an der Seite. Ja, mal. So, jetzt geht's erst richtig los. So einfach. Jetzt im Tutorial war, was ist natürlich auch nicht in echt im Spiel. Aber nur zur Erklärung jetzt. Ne, Leute? Ihr wisst Bescheid. So. Jeremy. Jeremy, wach auf. Moin. So, und da sind wir dann auch schon im Gefängnis. Liebe Jeremy, willkommen im Centerberg, dem komfortabelsten minimalen Sicherheitsgefängnis des Landes. Im Namen aller Mitarbeiter hier wünschen wir dir einen schönen erholsamen Aufenthalt. Sollte dir das kostenlose Kabelfernsehen so langweilig werden, freuen wir uns, dir in unserer Einrichtung viele andere ansprechende Aktivitäten bieten zu können. Direktor Boogie B. Okay. Samu. Hallo Samu. Ah, hallo Mirko. Hallo Jamie. Hallo Philipp. Hallo Leon Stefan. Hallo Ian. Hallo Tobi. Hallo Bruno. Hallo Officer Leon Matzner. Jemand hat alle Kekse verputzt. Oh nein! Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Du hast den. Folgende Maden bekommen ihre Zellen inspiziert. Genau, beim Morgenappell, Mittagappell und Abendappell. Jamie und Philipp. Oh. Luis. Officer Johanni hat sich mit seiner Neugier ganz oben auf meine Prügelliste gesetzt. Willst du. Oh mein Gott! Luis will Johanni verprügeln? Nein, ich verprügel sie nicht für dich. Okay. Okay, Frühstück. Dann. Tobi, was hast du denn für eine Bitte? Die helfe ich doch. Nein, Samu, ich will nichts kaufen. Ach, Drogendealer. Mann, Samu, lass mich in Ruhe. Ich will deine. Nee, ich habe ja gesagt. Ich hab einfach zugestimmt. Tobi, du weißt. Du brauchst mich gar nicht fragen, ich stimme direkt zu. Mirko kennt mich nämlich. Warte mal, was war denn jetzt überhaupt? Was ist das denn? Tobi will, dass du Philipp verprügelst. Das mache ich doch gerne. Oh mein Gott. Herr Ober. Oh mein Gott! Was war da denn los?
Warte mal. Samu und Bruno haben sich geprügelt. Okay. Samu und Bruno. Ey, Digga, was? Ham, nam, 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 nam. Versucht nächstes Mal es zu kochen. Lecker. Ich will mir gar nicht vorstellen, dieses Essen. Warte, was sagt Bruno? Oh, eine Socke. Danke, Bruno. Ich habe mich mal kurz bei dir bedient. Hallo, Samu. Nein, ich will immer noch nicht deine Drogen. Ich habe einen Draht, ich habe eine Rasierklinge. Okay, warte. Okay. Hallo, Polizist. Warte, machen wir so. Dann sehen die das nicht, dass ich hier bin. Oder? Ja. So, Mann, ich... Warum habt ihr denn alle nichts? Schreibt sich von Mirko. Mal gucken, was Mirko hat. Oh, Mirko hat immer geile Sachen, Digga. Mirko hat direkt eine Pfeile. Ja, moin, Mirko. Jemand hat mein Waschbecken gekackt. Was? Bruno? Okay, jemand hat Brunos Waschbecken gekackt. Den, den. Den, 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 den. Dann tue ich das mal da rein. Also echt, Bruno. Wer hat denn einfach dein Waschbecken gekackt? Ja, Leon, chill. Ich habe nur das Betttuch wieder reingebracht. Das lag auf einmal bei mir. Ich weiß nicht, woher das kam. Ich bin auf der Suche nach folgendem Feuerzeug. Oh, Leon, nur am Rauchen, der alte Sack. Okay. Warte, Feuerzeug braucht er, gell? Hab ich kein Feuerzeug? Nee, gell? Nee. Hallo, Jamie. Was ist los mit dir? Du hast blaue Haare. Jamie, warte doch. Luis und seine Kumpels haben mir was weggenommen. Pfeile. Ich will nicht, dass er mit meinen Sachen rum. Nein, ich verprügel Luis nicht für dich. Da brüllen sich Leute. Ich hör's. Feuerzeug. Okay, jetzt müssen wir noch Leon finden. Hallo. Warte mal. Das ist Bruno. Das ist Luis. Das ist Jamie. Das ist Mirko. Das ist Philipp. Das ist Leon. Nee, das ist Ian. Wo ist Leon? Nee, das war Leon, gell? Ja. Warte, hallo. Hey. Geben. 25 Münzen. Danke, Leon. So, Mirko. Ich bin auf der Suche nach einem Schraubenzieher. Nee, ich brauche selber einen Schraubenzieher. Luis, Leon und seine Kumpels haben mir was weggenommen. Du willst... Ey, Leon hat dir eine Tasse weggenommen und du willst, dass ich ihn jetzt verprügel, weil er dir eine scheiß Tasse weggenommen hat. Was soll ich damit? Internet. Lacht über Katzen. Unten links. Ich lache über Katzen. Ha! Dann werde ich sauer, glaube ich, ja. Wenn ich über Katzen lache. Intelligenz 31 IQ. IQ. Ich habe einen IQ von 31, Leute. Oh mein Gott. Ich habe einen IQ von 31. Uiuiui. Was? Mittagessen. Ich bin da. Ein Poster. Luis will ein Poster. Ich gebe den Poster. Hallo, Johanni. Das war nicht Johanni, Mann. Nein, ich will. Oh mein Gott. Ich habe fast Tobi geschlagen. Das war knapp. Ich habe Tobi fast geschlagen, Digga. Habe ich mir überhaupt. Ich habe gar kein Essen geholt, Digga. Hä? Hallo, kann ich mir Essen holen? Ja, hallo. Ja, Essen ist weg. Ich wollte nur. Hä? Mirko hat. Ui. Okay, danke. Für die Waffe. Ja, dann setze ich mich einfach hin. Juckt auch nicht jetzt. Fuck, ich wollte Leon verwühlen. Da, seitens Taschentuch. Okay, welche Reichsleiter arbeitet? Okay, warte mal. Wir müssen jetzt arbeiten, Leute. Let's go, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wir machen jede Folge einen Tag, oder? So, hier und hier. Ich glaube, das Geile daran ist, man kann einfach eine... Wenn man die Wetter und die Form gewaschen hat, kann man die einfach mitnehmen. Aber man muss ja natürlich auch sein Arbeitspensum erfüllen. So.
So, ich bin fertig. Jetzt war ich nur noch die Polizeiuniform und dann nehme ich sie mit. Ja, ja. Die kann weg. Und das nehme ich mit. So, jetzt bin ich fertig. Was ist mit Jamie? Hallo? Lenkt die Welt davon für mich ab, wenn wieder Abendessen ist, während ich mich davon schleiche. Ich muss eine Zelle durchsuchen. Ah ja, Jamie. Nur, ey, Jamie, du bist, ne? Was ist los mit dir? Ian, was hast du so für Zeug? Okay. Das ist ein Schraubenzieher. Mirko. Officer Johanni. Ey, warum wollen alle Johanni verprügeln? Nee, bei ihnen war ich schon gucken. Samu, was verkaufst du nochmal für Stoff? Sorry. Wegen vorhin. Na, okay, du verkaufst geile Sachen. Oh mein Gott! Hofgang. Okay, okay, Leute. Wir trainieren oder Schnelligkeit? Oh, komm. Bitte nicht sagen, ja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Was? Samu, ey, Mann. Nur am Kloppen. Das fand ich mal an. Gewichtsstemm ist für die Muckis. Digga, du rennst auf dem Laufband. Lust. Ich hab ganz unten angefangen. Ich geh langsam an. Boah, ist das anstrengend, gell? Das ist so anstrengend. Okay. Duschen. Mirko. Warum? Leon, okay, Leon, machst du das verprügeln? Bruno. Denkt die Werte für mich ab, wenn wieder Abendessen ist. Mann, Philipp, nee. Also echt, das geht zu weit. Echt romantisch hier, ja, sehe ich auch so. Stimmt was nicht? We get a little crazy. Oh mein Gott. Die Abflüsse sind verstopft. Diese Juwelen willst du nicht, die Bitzen. Was? Gib mir die Seife. Was? Gib mir die Seife. Was? Hilfe! Augen nach oben, Blödmann. Ja, okay, okay, sorry, sorry, tut mir leid. It's raining, man, halleluja. Oh mein Gott, und die werden dir verbrüllt. Irgendwas hat er gelabert, der hat bestimmt SEB gesagt. Dieses Wasser ist zu kalt. It's raining, man, halleluja, it's raining, man. Hä? Was haben die denn alle für Probleme, Digga? Bruno vor einiger Zeit. Ich hoffe, jetzt das Brett, ja. Hat sich, okay. Jetzt kann ich Essen nehmen. Ey, Mann, Samu, da wollte ich mich hinsetzen. Nee, dann setze ich mich neben Philipp. Hallo, Philipp. Na, wie geht's dir? Lange nicht mehr voneinander gehört, gell? Ja, ich weiß. Weißt du noch, wo wir im Kino waren und Pikachu geguckt haben und die beiden Mädels daneben uns geguckt haben und die ganze Zeit gespoilert haben? Digga, das war so scheiße. Die eine von der wusste noch nicht mal. Die eine von der war schon im Kino und die eine andere wusste noch nicht mal. Hallo, hallo. Hallo! Oh, ey. Nee, Jamie, ich lenke die Wörter nicht ab. Hallo, Mirko. Feuerzeug. Ja, ja, ich bringe den Feuerzeug. Hallo, Johanni. Okay, ein Feuerzeug. Let's go. Warte mal. Wir brauchen jetzt ein Feuerzeug. Aber wo ist ein Feuerzeug? Ich finde kein Feuerzeug. Hallo, du kleine Fatz. Oh nein. Okay. Hat uns nicht gesehen. Finde ich gut. Kein Feuerzeug. Bruno, bestimmt hast du ein Feuerzeug, Bruno. Ja, Bruno hat ein Feuerzeug. Ehrenmann, Digga. Ehrenmann, Digga. Moin. Bruno. Ne, warte, wem soll ich das geben? Mirko, gell? Mirko. Tobi will, dass du Philipp verbrüllst, gepostet an Luis, gib Feuerzeug an Mirko. Warte, Philipp, verbrüllen. Hab ich gemacht. Danke, Tobi, fürs Geld, danke. Bin ich echt dankbar. So, warte. Mirko, Feuerzeug, gell? Feuerzeug an Mirko. Okay. Also Philipp, du bist gar nicht mal so stark, wie du immer baut bist. Also ich hab dich gerade easy weggefetzt, ne? So. Mit einer Zahnbürste, ja? Zahnbürstenwaffe, Digga. Wurde so easy weggefetzt. Hallo Mirko! Ey, wenn du was von mir willst, dann bleib auch bei mir gefälligst! Mann! Du kleiner Rabauke, ey. Wo bist denn du jetzt? Da. Hey, 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 hey.
Digga. Fand ich echt unverschämt jetzt von dir. Hallo, hä? Philipp, Digga. Philipp Rache. Brief auf Luis. Brief auf Luis. Okay. Okay. Luis, du hast bestimmt einen Poster, oder? Warte mal, was ist, wenn ich den Brief auf Luis gebe? Oh mein Gott! Fuck, Leon Matzen hat mich gesehen, wie ich den bestohlen habe. Okay, ich glaube, Leon Matzen. Oh, der ist gar nicht so stark, Lust. Abendappell. Ich war das nicht. Fuck, was jetzt? Brief. Warte mal. Okay. Ruhig. Hi, Leon. Moin. Ich hab nichts gemacht. Luis, wer bist du? Hey, Luis. Wo ist Luis? Warum mir jemand aussprechen sollte, das ist mir unbegreiflich. Da ist Luis. Hä? Ja, ich check's auch nicht. Ich weiß es doch selbst nicht. Oh mein Gott. Hä? Was ist denn hier passiert? Boah, Johanna, ja, Tobi. Johanna hat Tobi verprügelt. Johanni hat Tobi verprügelt. Wenn ich jetzt bestehle, ich höre dir. Sie sehen mich. Hey Tobi. Fuck, ich bin auf Bewährung. Guckt oben rechts. Also nicht auf Bewährung, sondern, ne? Eine Sache jetzt, ich bin direkt tot, ja. Okay, warte, ich muss warten, bis sie weg sind. Tobi, danke fürs Klebeband. So, jetzt kann ich gehen. Oh mein Gott. So. Okay. Also das war's mit der heutigen Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, kann ihr dann noch um da abonnieren nicht vergessen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, schönen Tag noch. Haut rein und ciao.